Minus 3 Grad. Der Winter hält Deutschland fest im Griff. Ich bin auf dem Weg zu meiner zweiten Drückjagd 2023. Es geht wieder nach Hessen. Es geht zur Drückjagd im Schnee. Morgen, Waldmannsheim. Jawohl. Morgen. Tarn Marcel, Oberstgefreiter. Ja Leute, Waldmannsheim. Gerade wurden die Jagdscheine kontrolliert. Das ist hier immer auf dem Weg zum Treffpunkt. Das ist immer total super organisiert hier. Ich bin wieder im wunderschönen Hessen auf einer alljährlich stattfindenden Drückjagd von den Züchtern meines Kurzhaars. Da bin ich jetzt zum dritten Mal eingeladen worden. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ja, da bin ich jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal eingeladen worden. Und es ist jedes Mal immer ein Fest für mich, hier jagen zu dürfen. Ich habe bis jetzt immer Beute machen können, hatte immer einen wunderschönen Tag hier. Und ich glaube, auch heute bei diesem Wetter wird der Tag einfach nur fantastisch. Ich nehme euch mit. Viel Spaß bei der Drückjagd im Schnee. Ja, also bevor es zur Ansprache geht, erstmal eine Runde mit meinem Hund. Der bleibt nämlich während der Jagd im Auto heute. Und da muss er sich natürlich jetzt auch erstmal lösen. Ne? Genau, ja, und jetzt geht es dann gleich erstmal zur Ansprache. Dann schmeiße ich mich ins schöne Orange und dann geht's los. Das Orange wäre drüber gezogen. Wir sind bereit für die Ansprache, aber, und das ist hier immer schön, vorerst gibt es erstmal einen schönen Kaffee und ein Stück Kuchen. Wie in den vorangegangenen Jahren auch, war die Ansprache der Pächter herzlich, aber deutlich. Danach ging es mit den Anstellern zusammen ins Revier. Nach einer abenteuerlichen Fahrt über vereiste und vermatschte Pisten kamen wir endlich im Revier an. Der Ansteller unserer Gruppe zeigte uns unsere Stände und so konnte die Jagd beginnen. Ich bin jetzt relativ weit im Bestand schon drin. Der ist wirklich sehr, sehr tief im Wald. Hab meinen Stand noch nicht gesehen. Aber ist gerade schon das erste Stück Rehwild angewechselt. Eine Ricke mit Kids. Ja. Und der Stand hier, der soll wohl sehr gut sein. Für Sauen. Ich lasse mich mal überraschen. Ich habe meinen Stand eingenommen. Ich sitze richtig schön hoch hier mitten im Bestand. Auf dem Weg hierhin alles voller Fährten. Und kein Gefährdungsbereich. Ich habe keinen Nachbarschützen, den ich irgendwie gefährden könnte. Ja, Freigabe. Alles ansauen, natürlich außer führende Bachen. Rehwild. Das ist die Freigabe für heute. Ich bin gespannt. Waldmannsheim. Um mir einen guten ersten Überblick zu verschaffen, glaste ich die Umgebung mit meiner Wärmebildkamera ab und machte mich mit möglichen Schusskorridoren vertraut. So, wir haben jetzt 10.30 Uhr. Die Hunde sind jetzt geschnallt. Und jetzt geht der Trieb los. 4-5 Schüsse sind schon gefallen. Ich bin gespannt. Und es ist wieder so schön, hier zu sein, wieder im Schnee jagen zu dürfen. Das ist einfach so, so toll.
letzten beiden Stücke Rehwild angewechselt. Ricke Kids. Das Kids konnte ich sauber erlegen. Waldmannsheil. Das erste Waldmannsheil des Tages. Doch nur wenige Minuten später erneut Rascheln im Unterholz. Ja, ihr habt es gerade das versprochene Schwarzwild vorbeigewechselt. Haben es nur knacken hören, aber die waren leider zu sehr im Bestand drin. Konnte keinen Schuss antragen. Ah, schade, schade. Ja, die Treiber sind jetzt hier am Stand. Beziehungsweise kurz bevor. Mal gucken, vielleicht kriegen sie ja noch mal eine Sau hoch. Die haben sich hier unten irgendwo eingeschoben. Tatsächlich brachte der Hund ein weiteres Stück Schwarzwild auf die Läufe, welches jedoch genauso schnell über die Rückegasse wechselte wie die zwei vorangegangenen. Schuss. Aber bei mir ist es nach dem Anlauf am Anfang relativ ruhig geblieben. Ich habe insgesamt 3 Stücke Rehwild gesehen. 1 davon konnte ich erlegen. 3 Sauen. Aber an die Sauen war einfach nicht ranzukommen. Also die waren so tief im Bestand drin. Da wäre kein sicherer Schuss möglich gewesen. Und das dritte Stück Rehwild war ebenfalls sehr weit im Bestand. Er hat dann noch 2-mal einen Fuchs relativ weit weg vorbeischnüren sehen. Eigentlich ziemlich vertraut sogar. Ja, bis jetzt ist ruhig. Es ist jetzt noch eine halbe Stunde. Und dann ist Hahnenruh. Vielleicht tut sich noch was. Gerade bei einer Drückjagd bleibe ich auf jeden Fall immer bis zur allerletzten Minute aufmerksam und konzentriert. Und so kam es, wie es kommen musste. Wenige Minuten vor Ende erneut Rascheln im Bestand. Schuss angetragen, war auch sauber drauf. Das Wild hat meiner Meinung nach auch gut gezeichnet. Aber es ist abgesprungen. Tja, jetzt hoffe ich natürlich, dass es hier unten liegt. Also man hat es nochmal krachen gehört, aber ja, da bleibt immer ein ungutes Gefühl. Also ich hatte sogar extra die Waffe aufgelegt. Hab wirklich mehr Zeit gelassen, bis es ruhig stand und hab dann einen Schuss angetragen. Na, mal schauen, ob wir am Anschuss Schweiß finden. Dann müssen wir gleich mal gucken. So Leute, Hahnenruh. Ja, jetzt geht's für mich erstmal zum Anschuss. Und dann hoffe ich, dass das Stück liegt. Da das erste Stück keine 5 Meter vor dem zweiten Anschuss zum Liegen kam, entschloss ich mich, dies zuerst zu bergen und dann in aller Ruhe den Anschuss zu suchen.
So, das erste Stück, das ist geborgen. Ja, und jetzt geht's auf die Suche nach dem zweiten Stück. Ja, ich bin gespannt. So weit kann ich natürlich auch nicht suchen. Für den Fall, dass es jetzt eine richtige Nachsuche ist. Ich gehe jetzt auch erstmal außen im Bogen. Ich guck mal, ob man hier in dem schönen Schnee eine Schweißfährte sehen kann. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gehe ich da auch nicht weiter drüber, um die Arbeit vom Nachsuchengespann hier nicht zu erschweren bzw. unmöglich zu machen. Ja, und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht irgendwie eine Schweißfährte finde. Daumen drücken. So, also ich hatte den Anschuss gefunden und jetzt habe ich hier auf dem Boden, ich schwenke mal eben um, richtig schöne Schweißfährte. Die geht jetzt bis hier vorne rein. Hier sieht man auch, ja, hat was geschlägelt. Und da sitzt es. Jawohl. So. Ist noch ein paar Meter gegangen. Allerdings jetzt nicht unfassbar weit. Ja. Stück liegt. Alles gut. Waldmannsheil. Ja, jetzt heißt es das Stück bergen. So. Waldmannsheil. Zwei Stücke Rehwild liegen bei mir und für mich sind Traditionen und die Ehrerbietung gegenüber dem Wild ganz, ganz wichtig. Deswegen bekommen diese beiden ganz klar von mir auch ihren letzten Bissen. So viel Zeit nehme ich mir auch auf einer Drückjagd. Nach der roten Arbeit und dem Bergen ging es für mich zurück zum Sammelpunkt. An diesem Tag konnten insgesamt 17 Rehe und 11 Sauen auf der Strecke verbucht werden. Am Sammelpunkt wurden obligatorisch und stellvertretend für jedes erlegte Stück Wild jeweils ein Stück Rehwild und eine Sau zur Strecke gelegt. Am wärmenden Feuer wurden sich Geschichten über den wunderbaren Jagdtag erzählt und die Vorfreude auf das nächste Jahr ist bereits für mich unbeschreiblich. Ich danke euch fürs Zusehen. Vielen lieben Dank für die erneute tolle Einladung. Horrido, Waldmannsheil, bis zum nächsten Mal. Jagdleben, mein Weg mit Jagdschein.